Außer Kohl ist mein Leben. Das ist dein Kopf ein bisschen angeschnitten, ne? Ist das in Ordnung für uns? Dadurch, dass wir hier spielen, ist es ein riesengroßer Vorteil, dass wir drüben diesen drehbaren Bildschirm haben und uns dann immer auch das Bild ansehen können, sodass man hier, ja, oder auch nicht. Und genau, dann können wir mal in der Position bleiben, aber auch zum Bild schauen, gucken, wie uns das gefällt. Okay, jetzt ist einer der schlimmsten Momente des Drehtags gekommen. Warum haben wir denn dafür keine Requisite? Ich muss jetzt hier dieses, kann man wahrscheinlich gar nicht sehen, vielleicht im Licht hier unten. Dieses Haar, man sieht, oh Gott, man sieht es hier wirklich. Das muss ich jetzt in den Rosenkohl packen und mitessen. Auf einmal ist der ganze Teller voller Haare da. Was ist widerlich? Das ist immer so meine Umgebung, wenn ich hier sitze am Set. In meinem Tischchen mit dem Haar und dem Rosenkohl. Dann ist dort die Kamera, ein bimsle Licht. Oh, der Aufnahmeleiter, der Feli. Das ist auch ein guter. Oh, richtig guter. Daneben der Jonas, der isst immer viel am Set und passt ein wenig auf. Die Amber und der Ton. Oh. Das Haar gespendet. Ja, vielen Dank dafür. Haben wir mit dir oder mit dir angehört? Dir wahrscheinlich, ne? Mir egal. Ja, ich bin alleinerziehender Vater. Okay. Und Horstmann. Schön. Das ist ein Product Placement hier ein bezahltes. Ich liebe Ja Tortilla Chips. Wirklich mega lecker. Kann man machen. Ja. Ach, ja. Sag mal, es gäbe Nein Tortilla Chips. Würde die jemand kaufen? Ich schon. Ja. Mhm. So Nihilisten. Irgendwie so. Wir drehen jetzt draußen weiter, nachdem ich gerade das Haar essen musste. Ich erhole mich langsam von dem Schock. Und genau, hier ist mein Text. Da hinten ist die Kamera. Hierhin wird geschossen. Okay, ich sitze hier gerade nochmal mit unseren beiden Darstellern. Eure Rollen sind ja doch sehr, sehr spannend. Macht es euch Spaß oder freut ihr euch darauf, diese Rollen zu verkörpern, das zu spielen? Oder ist es was ganz Neues, was Besonderes, häufiger gemacht? Sowohl als auch, ne? Das ist eine gute Antwort. Ja. Ja. Ja, spannend und was Neues. Ja, finde ich auch, ja. Weil man macht sich natürlich auch so seine Gedanken, was ist davor passiert. Und, was ist unsere Beziehung? Genau, weil wir haben uns ja jetzt erst beim Dreh kennengelernt, aber die Figuren kennen sich ja schon länger. Da macht man sich natürlich seine Gedanken über die Vorgeschichte. Ja. Aber es ist spannend, deswegen ja. Auch, ja, genau. Sowohl als auch. Es geht um Kannibalismus. Ja. Ganz viel Kannibalismus. Es geht gerade darum, ob man, wen man zuerst essen würde. Ja. Wenn man, also jetzt nicht in dem Film, aber so allgemein haben wir uns mal die Frage gestellt. Ja, genau. Wenn man auf der Straße als erstes essen würde. Ja. Wenn jetzt hier irgendwie so nichts zu essen da wäre, wen wir zuerst essen würden. Und ich glaube ganz klar Lars. Ja, also immer sagt man ja Survival of the Fittest, also den Schwächsten zuerst töten. Und das ist ja in diesem Falle Lars. Wen würdest du zuerst essen? Ich glaube Amber, einfach so. Echt? Ja. So? Ja, einfach Willkürentscheidung. Ach so, ja. Und wir nehmen noch die so. Katze und den Hund mit dazu. Ja, die Katze. Die Katze. Und Katze oder Hund, wenn wir die beide noch mit dazu nehmen? Naja, das, also ich glaube, eine Katze wehrt sich mehr. Also die krallt mehr. Deswegen würde ich eher wahrscheinlich den Hund essen. Ich bin mehr ein Hundemensch, also ich würde die Katze versuchen zu essen. Aber an der Katze ist weniger dran. Du ja, aber Hund viel länger. Aber es gibt ja noch Pferde hier. Wir können auch ein Pferd. Ja, können wir Döner. 69 Cent jeden Mittwoch. Jeden genau. Mittwoch. Ja. Alles klar. Dann schön, dass wir über die Rollen gesprochen haben. Genau. Übrigens total spannend jetzt. Ihr habt ja schon den ganzen Dreh verfolgt und heute Abend drehen wir nur noch heute Abend und morgen Abend drehen wir nur noch Szene 10. Bis tief in die Nacht hinein. Ihr könnt ja mal mitzählen, wer den Film dann schaut. Es gibt insgesamt 10 Szenen und die ist einfach mega lang und spannend. Ja. Jeder muss das einmal sagen, ganz schnell. 10, 10. Dreimal hintereinander? 10, 10. Danke. Ja. Wachsmaske, Messwechsel, Wachsmaske. Zwischenzweigen, 10, 2. Da kommen wir jetzt. Vielen Dank. Wir haben gerade katastrophale Neuigkeiten. Und zwar ist beim Übertragen der Daten, beim Sichern, warum auf so, das ist die Verrücktheit des Grinsens, weil es unsere Verzweiflung ist. Ich glaube, ich hatte auch schon erzählt, dass die Kamera bei uns, die wir zuerst verwenden wollten, nicht funktionsfähig war und wir eine Ersatzkamera benutzt haben. Und jetzt kommt die zweite Hiobsbotschaft. Das hatten wir heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr, aber ich schon, ich stehe dazu. Nee, ich sage, was ich sage ist, dass wir auf jeden Fall die Daten, ja, das ist jetzt der Wahnsinn, der einbricht, weil Daten verloren gegangen sind beim Kopieren. Wir fahren jetzt morgen um 5 Uhr nach Berlin, um es versuchen
Nee, um zu versuchen, es wiederherstellen zu lassen, das Material. Und wenn es nicht funktioniert, dann weine ich, weil es sind so schöne Essensaufnahmen. Ja, darfst du es dazu sagen? Nee, nee, nee. Auf jeden Fall wollen wir die Daten irgendwie wiederherstellen lassen. Und wenn das nicht funktioniert... Hör doch jetzt auch mit den Fake-Sachen. Es ist nicht Fake. Fake. Es ist doch passiert. Es ist Fake. Hashtag Fake-Prank, Fake-Prank. Fake-News. Ja. Um die Klicks zu kriegen. Also ich habe ja noch keinen Fake-Prank gemacht. Fake-Pranks. Das ist zu viel. Das ist eine negative Botschaft zu viel. Diese Möhre... Egal, was man tut und was man denkt, hat was Absurdes einfach. Das ist aber nur dein kaputtes Gehirn, weil du so viel solchen Content produzierst. Ich sehe da einfach nur eine Möhre, die man essen kann. Ich hole mir einen Schäler und esse ganz normalen Möhrensalat. Ja. Viel am witzigsten ist dein Kopf dazwischen, der Nazi-Kopf. Hier ist sogar eine gefrorene. Ist. Die hat wirklich geknackt und knuspert, ne? Wie hast du die denn gefroren? Damit herzlich willkommen zu einer Ausgabe Horror mit Jonas. Ich habe hier gerade ein Walkie-Talkie, damit kann ich auch andere Leute grüßen. Hallo? Ich eine Antwort kriege gleich. Ich muss ich höre. Ah, sehr cool, sehr cool. Jetzt kann ich hier reingehen. Zack. Oh, und dann muss ich wieder die eklige Treppe hier hoch. Ich werde dafür gleich mal die Taschenlampe anmachen, aber gerade... Oh, hier sind wahnsinnig viele Spinnen, das weiß ich. Ja. Oh. Ich sage gleich Bescheid. Perfekt. Das ist hier nämlich der Nur-Ton, die Treppe runter. Das brauchen wir als Horrorgeräusch sozusagen. Es ist mittlerweile mitten in der Nacht. Ich laufe hier barfuß auf dem kalten Steinboden entlang. Wir warten gerade auf einen neuen Akku. Slider. Hey. Ja, aber... Nazi-Jonas. Okay. Nazi-Jonas. Und das macht Fake-Pranks. Habe ich noch nie gemacht. Noch nie. Wir sind jetzt auf jeden Fall heute Morgen um 7 Uhr nach Berlin reingefahren. Das ist 1,5 Stunden von unserem Drehort entfernt. Wir haben jetzt gerade mal die Festplatte, die wir aufgenommen haben, checken lassen. Und es ist leider so, dass man das Material wirklich nicht wiederherstellen lassen kann und wir jetzt gleich das Ganze nachdrehen müssen. Wir haben für heute Abend schon ein ziemlich volles Programm, so deswegen war es eigentlich vom Gefühl her relativ schön, dass man heute nur ein bisschen proben muss dafür, das dann schon aufbauen kann in Ruhe und dann heute Abend abdrehen kann. Aber so schlimm ist es jetzt auch nicht. Ist natürlich aber trotzdem ein wahnsinniger Zeitaufwand und so ein bisschen ernüchternd, das nochmal machen zu müssen. Also so Dinge dann zu wiederholen. Man kann es natürlich einfach dann von gestern als Probe sehen. Und ja, ich werde da gleich nochmal ein Haar essen. Aber er kann auch lachen. Das heißt, wahrscheinlich hat er die Festplatte gelöscht. Ich bin mir ziemlich sicher, um die Produktion zu manipulieren. Aus diesem Grund befinden wir uns jetzt wieder in dem Esszimmer und drehen nochmal die Szene von gestern. Ist ein bisschen ärgerlich, aber jetzt gerade freue ich mich auch schon wieder auf mein Haar im Rosenkohl. Und ja, naja, wird schon irgendwie. Nee, nee. Die Szene, die wir nachdrehen mussten, haben wir jetzt noch ein zweites Mal gedreht und jetzt gibt es Pizza. Wir unterbrechen den Dreh für einen Rekord. Das ist ein Gummibärchen. Achtung. Alter! Wahnsinn! Ja? Ja. Ist es hochgefilmt auch? Ja. Kann ich angucken? Ja. Bist du gefesselt? Deswegen, ich find's geiler, so schön zu werden. Kannst du mich nochmal so begrüßen wie eben? Das war sehr witzig. Hallo, Jonas! Das ist irgendwie verstörend. Ja, das ist wirklich klar. Oh, kannst du mir die schicken für die Outtakes? Na klar. Für unsere letzte Szene des Films gibt es jetzt noch eine Action-Szene, beziehungsweise so eine richtige Kampfszene-Situation. Und dafür haben wir sogenannte Zuckerglasflaschen. Die sehen aus wie echte Flaschen, wie echte Glasflaschen, sind aber unglaublich leicht. Ich zeige euch die auch gleich da vorne nochmal. Und mit denen kann man dann eben wirklich gegen Köpfe, gegen alles Mögliche schlagen. Das Einzige, was man machen muss, ist die Augen zu. Doch die können natürlich splittern. Aber ansonsten kann man damit ganz normal dann wirklich auf den Kopf schlagen. Boah, Vorsicht. Das wird jetzt gleich sehr schnell gehen, aber... Müde. Erzähl mal, was macht ihr gerade? Fake gerade Anschlussfehler. Nein, das ist Willkommen bei Clark. Willkommen bei den Clark. Ich hätte gern ein Zimmer für eine Nacht. Das ist überhaupt kein Problem. Was gibt's zu essen? Naja, schon einiges im Angebot. Draußen ist gerade nachts, aber es kommt unglaublich viel Licht hier durch.
So, nachdem heute Nacht dann irgendwann gegen 4 Uhr Drehschluss war, ist es jetzt mittlerweile 9 oder 10 Uhr. Wir sind dann um 6 oder 7 direkt wieder aufgestanden, um hier alles aufzuräumen. Es werden auch schon gerade ganz viele von dem anderen Jonas zum Bahnhof gefahren, denn wir hatten wirklich unglaublich viele Beteiligte aus den unterschiedlichsten Orten dabei. 3 sitzen jetzt gerade schon im Zug und fahren nach Köln. 2 sind noch in der Nacht gestern nach Kiel zurückgefahren, wo ich ja auch herkomme. Jetzt müssen wir heute aber noch das ganze Equipment in Berlin abgeben und fahren dann weiter nach Kiel. Das heißt, wir haben noch ziemlich viel vor. Aber hier sieht es auf jeden Fall schon wieder mega aufgeräumt aus, was mich natürlich auch total freut. Das heißt, es ist nicht mehr ganz so viel zu tun. Das Einzige, wo ich wirklich, die tun nichts, aber das sind diese wirklich riesengroßen Hauswinkelspinnen, die hier am Set waren. Die sind so ein bisschen angsteinflößend, aber ja, tun natürlich am Ende auch nichts und gehört ja auch so ein bisschen zu so einem Set dazu. Insgesamt habe ich mich hier auf jeden Fall wohlgefühlt. Es war cool, hier zu drehen und hat auf jeden Fall so einen ganz besonderen Look, denke ich, im fertigen Film. Bin gespannt, wenn ihr ihn endlich sehen könnt. Ich hoffe, wir sehen uns bei der Kinotour in München oder Hamburg. Dort wird der Film dann auf jeden Fall seine Premiere feiern, aber danach dann für diejenigen, die es nicht dahin schaffen, auch kein Problem, laden ihn auf jeden Fall auch auf YouTube hoch. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar Schoko-Cornflakes essen.